Hallo Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt. Heute mal wieder bin ich an der Reihe, euch eine Geschichte zu erzählen. Und zwar habe ich eine ganz tolle Geschichte für euch. Und zwar, ich bin hier gerade in meinem Zimmer und der Sommer ist auch schon da. Und wie ihr sehen könnt, in meinem Zimmer ist immer noch der Frühling. Es ist pink und grün eher. Also das kann man hier wirklich gut sehen. Und ich denke mir so, irgendwie ist es langsam langweilig. Deswegen möchte ich jetzt auch langsam einen Sommer-Vibe in mein Zimmer bringen. Und deswegen machen wir heute ein Sommer-Umstyling. Ich habe mir da was ganz Tolles gedacht, weil ich fahre gerade voll diese Griechenland-Farben, dieses griechische Ur ab. Sieht man auch hier bei den Sachen, die ich mir überlegt habe, die ich mir geholt habe, um mein Zimmer zu dekorieren und umzustylen. Und liegt vielleicht auch daran, weil ich total ein Mamma Mia Aber-Fan bin und Mamma Mia wurde auch in Griechenland gedreht und ich liebe es einfach und deswegen möchte ich auch diesen griechischen Vibe in mein Zimmer bringen. Und das liegt natürlich auch daran, weil meine großen Brüder Timmy und Aeneas bei den Seefischspielen Mörbisch mitspielen. Mörbisch ist ja die größte Open-Air-Bühne Österreichs und die spielen heuer Mamma Mia. Timmy und Aeneas wurden für das Musical gecastet und spielen es den ganzen Sommer. Schaut mal, hier seht ihr sie vor der Mamma Mia-Kulisse der großen Bühne in Mörbisch. Und der Timmy, Trommelwirbel, der spielt den Sky von Mamma Mia. Das ist eben der Liebhaber von der Sophie und der soll sie ja dann auch heiraten. Und ich freue mich schon so, das anzusehen. Ich werde natürlich dann auch sehr eine griechische Dame, werde ich so kommen. Ich freue mich schon so und das wird safe urcool. Ich bin natürlich sehr stolz, dass sie da mitmachen und ich kann gar nicht erwarten, das anzusehen. Aber jetzt beginnen wir mit meinem Zimmer. So, dann schauen wir mal, was ich alles so habe. Also, ich habe jetzt erst das Häkelzeug, weil ich liebe es zu häkeln. Kannst du noch nicht so gut, aber das möchte ich auf jeden Fall lernen. Und im Sommer möchte ich auf jeden Fall auch was häkeln. Mal schauen, was. Ich möchte eher so eine Tasche oder sowas machen. Natürlich auch in griechischen Farben, weil es auch süß aussieht, wenn man das einfach so hinstellt. Dann habe ich hier ein... Das ist eigentlich nur so ein Dekotuch, aber ich fand das so süß. Warte, ich zeige euch das. Ich fand das so süß, weil da ist so ein Seepferdchen drauf und das ist natürlich total griechisch und am Ende ist da auch solche süßen Franzen, sag ich mal. Und das wollte ich auf jeden Fall als Vorhang aufhängen. Vielleicht so da bei meinem Kasten, weil es ist einfach echt süß. Also, ja. Dann haben wir hier noch ein griechisches Kochbuch. Also das ist jetzt eigentlich nur so als Deko, aber ich finde es auch interessant, was da alles so drinnen ist, weil es sieht sehr lecker aus. Aber auch wegen den Farben natürlich, weil das einfach die griechischen Farben sind. Dann habe ich hier süße Polster mit so einem griechischen Muster natürlich. Mal schauen, wo ich die hingebe, aber ich finde die natürlich auch super süß. Dann haben wir Polsterüberzüge natürlich auch in so Algen und so. Und natürlich auch ein gelber Touch, weil in Griechenland sind ja auch diese Zitronen so beliebt. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht auch so ein bisschen was Gelbes, weil das sind auch so Farben von Griechenland. Deswegen natürlich auch gelbe Pölsterüberzüge. Dann auch noch Vorhänge. Ich finde die auch urschön. Das ist einfach so Meeresblau. Die werde ich dann wahrscheinlich da aufhängen. Das sieht dann wahrscheinlich urschön aus. Besonders wenn dann die Sonne in der Früh so durchscheint, dann ist auch alles hier blau. Das ist bei mir immer zumindest so. Ups. Dann habe ich hier noch süße Teppiche. Ups. Auch natürlich griechische Muster. Finde ich auch ursüß. Dann, die fand ich total süß. Die haben jetzt nicht so einen Sinn in meinem Zimmer, aber ich fand einfach die Farben süß. Und vielleicht kann man da auch noch irgendwo eine Deko hinstellen. Mal schauen, aber ich fand die natürlich auch ursüß und griechisch. Und last but not least habe ich eine, das ist statt meiner rosenen Decke, eine blaue griechische Tagesüberwurfsdecke. Die finde ich so süß. Oh, super süß. Natürlich auch in griechischen Farben. Und somit sind dann alle rosenen Sachen, wie Vorhänge und eben die Tagesdecke, alle verbannt. Und so wird es richtig griechisch in meinem Zimmer. Als erstes muss ich mal alle meine Squishmallows wegräumen, weil die haben hier wirklich gar keinen Platz mehr.
Auch wegen den Farben. Deswegen kommen die jetzt alle weg. Also sie kommen nicht weg, ich gebe es meinen Geschwistern, weil sie lieben die Squishmallows. Und sie wollten sie alle haben, deswegen habe ich sie ihnen versprochen, dass ich sie ihnen gebe. Die Qualle lasse ich vielleicht da, weil das sind süße Farben, auch griechisch. Und es ist eine Qualle und das ist ja auch im Meer, deswegen lassen wir sie hier. Als nächstes rolle ich meine Teppiche weg. Da sollen ja neue hinkommen. Und hier seht ihr mich beim Rollen des größten Tacos der Welt. Nein, es wird doch ein Burrito. So, die Pölster passen auch alle nicht dazu. Auch der Blumenkranz nicht mehr. Die Vorhänge kommen dann auch dran. Auch. Jetzt zu den Vorhängen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht, aber ich bin mir sicher, dass man da irgendwas. Das klang nicht gut. Irgendwas drehen muss. Ja. Dann braucht man ganz viel Kraft. Geht schwer. So. Und die auch. So, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Das sieht sicher leer jetzt aus. So. Boah, sieht das leer aus. Gar keine Farbe mehr. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Alles so leer aus. Alles so weiß. Ist ja auch so weiß. Das hier auch alles. Die Vorhänge, da fehlt schon was. Wenn man so jetzt schaut, da fehlt was. Ich hoffe, das können wir jetzt wieder zurückholen in meinem griechischen Style. So. Jetzt ist aber wieder Zeit, Farbe reinzubringen. Los geht's. So, ich beginne jetzt mit den Teppichen. Weil das sieht irgendwie so aus wie das Meer. Und zwar ist jetzt Blumen, glaube ich mal, sind das. Boah, ich fühle mich wie im Wasser. Schon, oder? Ich finde das schön. Das macht so nur die Summer Vibes. So, und dann zweiten habe ich natürlich auch noch. Jetzt ist die Frage, wo ich den hingebe. Entweder hier. Nein, das mag ich irgendwie nicht. Mal schauen, wo ich den hingebe. Oder ich mache so ein großes Pool und gebe es ihm so hin. Was meint ihr? So, mal schauen, wo ich die jetzt noch hingebe. Ich mache jetzt mal weiter und dann schauen wir, was ich mache. Also schaue ich, was ich mache. Mir ist wichtig, dass die Vorhänge immer schön liegen. So wie in einem Schloss. Das muss immer so luftig sein, versteht ihr? Hier ist die Bank.
du noch die Challenge mit der Ilia, wo wir die Videos erraten mussten? Wir haben eigentlich alle aufgeräumt, aber das ist wohl liegen geblieben. Unter der Bank. Ich frage mich, wie lange schon. Ich wusste, sie hatte eins mehr als ich. Wow, also das fühlt sich jetzt schon total wie Griechenland an. Aber fertig bin ich noch nicht. Als nächstes machen wir die Polster. Also, ich habe jetzt hier die ohne Bezug. Natürlich habe ich auch noch für die Bezüge. Und zwei schon mit Bezug. Also die gelben sind wirklich so, weil, wie gesagt, die Zitronen sind ja auch in Griechenland was Besonderes, glaube ich. Also ist auch so ein Zeichen dafür. Und ich finde, damit es nicht ganz so blau ist, passen die gelben Pölster auch ganz gut, weil die stehen halt auch für die Sonne und für die Zitronen. Und ich liebe Zitronen, deswegen passt das so gut. Und damit auch noch so ein bisschen mehr Farbe reinkommt. Versteht ihr, was ich meine? So. Also hier sind zwei gelbe. Ich finde, die passen eigentlich hier ganz gut, weil so, da merkt man gleich so, wenn man reinkommt, weil man sieht die Schaukel ja immer. Und das passt ganz gut. Man könnte natürlich dann auch einen so. Mal schauen, wie ich das mache. Und dann habe ich aber hier noch diese Korallüberzüge. Und die nehme ich natürlich jetzt auch, weil die auch super süß sind. Und auch die Farben haben. Ich finde, die Pölster, die machen irgendwie schon was aus, weil da hat man so viele Farben. Und wenn man so sieht, dann haben die immer so einen kleinen Touch im ganzen Zimmer, finde ich. Deswegen habe ich sehr viele Pölster. Hier haben wir auch noch so ein Eukalyptusgrün und das passt natürlich total zu meiner Couch. Weil ich habe mir eh gedacht, weil die ist türkis und die passt nicht ganz, aber ich wollte sie nicht weggeben, weil sie einfach so süß ist und sie passt halt einfach perfekt in mein Zimmer, so auch von der Größe. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich brauche irgendwas, was dazu passt und ich finde, das passt ganz gut, auch wenn es klein ist, aber es passt. Also bei der Schaukel, das Fell, ich finde, das passt eigentlich ganz gut, aber ich gebe es mal weg, weil ich muss es ausbeuteln, weil es sieht irgendwie komisch aus. So. Oha, schaut mal. Oh, mein Schuh. Das ist total dasselbe Muster wie auf den Teppichen. Das ist eigentlich ganz süß, weil ich kann es so lassen eigentlich. Warte, ich schau mal von vorne mit den Pölstern. Ja, so lasse ich es. Da kommt einfach die Luft durch, versteht ihr? Und das ist so Sommer. Also das ist süß. Ja, das lasse ich. Und hier. So, dann haben wir noch den Tisch und drauf kommt dann dieses süße Strickkörbchen, dieses süße Häkelkörbchen mit den süßen Farben. Den Koffer tue ich weg, weil da habe ich mir was ganz Besonderes gedacht, weil hier ist so eine leere Wand, ist eigentlich ganz schön, aber ich habe mir gedacht, etwas Dezentes kann dahin, deswegen male ich dafür noch ein Bild und das ist dann circa so groß und das ist wirklich sehr schön. Also der Koffer kommt jetzt da drüben hin. Also andersrum. Und drauf kommt jetzt die Lampe. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber die passt natürlich total gut wegen den Farben. Beim Grün, also wie ich mein Zimmer rosa und grün hergerichtet habe, habe ich ja gesagt, dass diese Lampe überhaupt nicht dazu passt. Aber es war meine Lieblingslampe, weil die hat so ein schönes Licht.
Und jetzt passt er einfach perfekt, weil weiß und blau einfach perfekt. So. Und ich stecke mir natürlich auch nicht an. Und jetzt auch noch eine Überzugsdecke. Das ist immer die Schwierigkeit, das kann ich nämlich überhaupt nicht. Aber es wird schon irgendwie funktionieren. Und ich habe aber noch eine andere Überwurfsdecke, und zwar so eine weiße, die ist so süß. Und die werde ich jetzt einfach so. So. So, das finde ich süß. So ein bisschen was, was sich davon noch schlägt, damit es auch zu dem Teppich passt. Das sieht ein bisschen wie ein Pool aus, und das ist das Handtuch, wo man sich gleich sonnen, also sonnen lässt. Da legt man sich so drauf. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Kleinigkeiten dekorieren. Damit es hier besonders gut riecht, habe ich mir auch noch zwei Bäume besorgt. Und zwar sind das zwei Rosmarinbäumchen. Und ich finde die so süß, und die sind natürlich auch griechisch. Und ich habe mir gedacht, weil ich in meinem Zimmer jetzt wirklich nicht so viel Platz habe für die, stelle ich sie hier draußen hin, weil da bekommen sie viel frische Luft. Ups. Und damit man sie aber trotzdem sieht. Versteht ihr, was ich meine? So werde ich das jetzt machen. Ich nehme jetzt einen. Und einen zweiten natürlich auch noch. Süß. Das sieht man halt dann nur, wenn man ganz genau hinschaut. Also man sieht schon. Ja, das ist sehr süß. Und wenn man das Fenster kippt, dann kommt ein schöner Rosmarinduft rein. So Leute, jetzt habe ich hier noch so drei Sachen. Und zwar, ich habe hier zwar dieses süße Strickkörbchen, aber ich glaube, ich werde das jetzt hier nach hinten geben, damit es trotzdem noch in Geltung bleibt. Aber, weil ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich einmal solche, wo mein Schmuck drinnen ist. Hier habe ich auch meine Ringe. Und hier habe ich auch noch so eine Schminke. Das ist, die hat mich einfach so angelächelt, weil das einfach so schöne Farben sind. Und natürlich auch griechisch ist. Hier steht sogar Mykonos drauf. Und ein Nagellack und Lippenstift, und dann habe ich hier auch noch so zwei Eyeliner, auch in schönen Farben, die dazu passen. Und hier in diesem Muschelschälchen ist mein ganzer Schmuck, den ich jetzt so trage, und zwar einmal hier so eine Muschelkette, ursüß, und auch noch in griechischen Farben. Und auch diese süßen pinken Armbänder hier in unseren Lieblingsfarben von der Eli und mir, in Pink und Türkis. Und schaut mal hier in das, auf das Etikett. Diese Armbändchen in verschiedenen Ausführungen wird es auf Ilia Wears geben, aber mehr dazu erfahrt ihr in Kürze. Also ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt hier so einfach herstellen. Auch wenn das ja eigentlich auf meinen Schminktisch gehört, werde ich trotzdem hier stehen lassen, weil man sieht das dann gleich. Und mein Schminktisch und so ist eben versteckt, deswegen fand ich das eigentlich süß, wenn das hier ist. Und wie findet ihr es? Und jetzt habe ich hier noch den anderen Vorhang, und zwar den mit dem Seepferdchen. So. Und das ist ja eigentlich gar kein Vorhang, sondern nur so ein Tuch. Aber ich fand das so süß und auch so griechisch. Und ich habe etwas gefunden, wo man aus jedem Tuch einen Vorhang machen kann. Und zwar sind das einmal diese Ringe und einmal diese Klammern. Und das sind einfach die Klammern, womit man den Stoff einfach verbinden kann und so anklammern kann. Und das spannt man, also gibt man dann auf diese Ringe drauf, und dann gibt man es auf die Vorhangstange. So. Oh, das ist süß.
Da ist auch ein bisschen luftig. Das ist sehr süß. Immer so ein kleines Seepferdchen, das hierher schaut. Also wenn ich jetzt ehrlich sein muss, dieser Vorhang, also das Tuch, der zum Vorhang wurde, deckt jetzt nicht meinen ganzen Kasten ab. Das heißt, der muss immer aufgeräumt sein. Aber das ist halt jetzt so. Aber ich finde es sehr süß. Aber ich habe auch noch eine Überraschung in meinem Kasten. Und zwar habe ich sogar diese ganze Stange in einem griechischen Style, also von den Farben her, habe ich alles so aufgehängt, dass es schön ist. Und ich finde, es ist mir sehr gelungen, weil jetzt fühle ich mich sogar in meinem Kasten griechisch. Das passt total gut mit dem Vorhang zusammen, weil man glaubt, diese Striche verlaufen so in diesen Vorhang und malen so ein Bild. So süß. So Leute, ich habe jetzt noch einen Teppich, und zwar einen größeren, runden, natürlich auch in griechischen Farben. Und das macht das Zimmer gleich viel gemütlicher und voller, finde ich. Aber jetzt muss ich nur noch mein Bild malen. Los geht's. So, also ich beginne jetzt mein Bild zu malen, und ich habe mir hier jetzt auch so meine Sachen, die ich dafür brauche, hergerichtet. Ich habe auf einmal so ein urschönes, da kann man so richtig wie ein Experte so malen. Also eigentlich muss ich so halten. Ups. Und dann kann man so richtig dezent malen und so mischen. Ich liebe das. Und dann habe ich auch urgroße Pinsel und so. Und dann habe ich mir auch nochmal frische Farben, die natürlich auch griechisch dazu passen, zu meinem Zimmer geholt. Und ich würde sagen, wir beginnen, aber ich zeige euch zuerst noch so, was ich mir gedacht habe. Ich habe mir nämlich so ein bisschen Gedanken gemacht, schon was ich male. Und ich wollte so was ganz Dezentes machen. Und deswegen habe ich mich dann für dieses Bild hier entschieden. Also eigentlich besteht das Bild nur aus so zwei Farben oder drei. Aber wenn man dann genau hinschaut, sieht man da so ganz verschiedene Farben eigentlich, weil die Schattierungen eben andere Farben haben. Und das muss man halt dann auch mischen. Und ich muss mir jetzt erstmal eine Skizze noch vormalen. Und da könnt ihr mir jetzt mal ein bisschen zusehen. Und dann beginnen wir zu malen. Und jetzt beginne ich mit den Farben zu malen. Aber zuallererst muss ich noch ein paar Stellen auf meinem Bild abkleben, um die Grenze zwischen Blau und Weiß sauber hinzubekommen. So, einen großen Pinsel für eine große Fläche. So, also das war jetzt das erste Blau, und jetzt lasse ich es ein bisschen antrocknen, und dann gehe ich nochmal eine zweite Schicht drüber, und dann mache ich schon die hellere Farbe, damit es eben so ein Verlauf ist, weil es unten ein bisschen heller ist im Bild. Allzu viel Zeit darf ich mir nicht lassen. Es zeigt sich schon der nächste Regenschauer. Das wäre natürlich fatal für mein Bild. Also schnell weiter. Und jetzt lösen wir das Klebeband, weil wir jetzt den unteren Teil machen. Hier muss ich jetzt besonders vorsichtig sein, dass ich nicht die Farbe mitreiße. Also hier beim Bogen da. Mitreise. Ich bin schon ganz im Urlaubsfeeling. Oh, das ist sehr gut geworden. Boah, das ist so satisfying.
Ja, also die restlichen blauen Dinger hier, das übermale ich jetzt eh noch. Ich hoffe, das geht auch weg. Aber man kann sich jetzt schon besser was vorstellen, was es werden soll. Ich freue mich jetzt weiterzumachen. Jetzt noch den Himmel in den Torbogen malen und dann kommt der Regen. So, also ich habe mich jetzt hier in Unterschlupf gebracht, also in Sicherheit, weil ich höre schon die Regentropfen, obwohl hier noch blauer Himmel ist. Ja, man sieht es auch hier, es sind überall Regentropfen. Aber ich lasse mich nicht aufhalten vom Regen, deswegen habe ich mich jetzt hier unter so ein Netz gestellt und werde jetzt weitermalen. Und ich mache jetzt die Seiten. Und dann sind wir eh schon fast fertig und finde noch die Stufen. Für die Wände muss ich verschiedene Weichschattierungen mischen. Nicht ganz einfach, da braucht man auch ein bisschen Glück. Im Regen ein Sommerbild machen. Das ist sowas Blödes. Man hat eigentlich dann nur das Gefühl, dass man im Sommer ist. Aber wenn man sich dann umschaut, dann ist man eigentlich auch im Sommer, aber es regnet halt. Und es gibt ein Problem. Leute, mir ist das Urblödes passiert. Und so, ich bin vorhin, da wie ich den ganzen Himmel gemalt habe, ist mir da was da dahin. Also die Farbe ist mir da. Ich bin irgendwie mit dem Pinsel angekommen und jetzt vermische ich das mit der Farbe und jetzt sieht man das irgendwie ur. Ich versuche halt irgendwie die ganze Zeit das zu bedecken, aber das geht nicht so gut. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, aber ich versenke es jetzt einfach in Farbe. Es ist das Ganze dann doch viel mehr Aufwand, als ich dachte. Und ich möchte auch sehr genau arbeiten, wie hier bei den vielen Stufen. Vielleicht hätte ich ein paar weniger malen können. Schließlich wird es dunkel. So Leute, ich male immer noch. Ich habe mir inzwischen auch einen Scheinwerfer aufgestellt, weil ich wirklich gar kein Licht mehr habe. Aber ich mag das irgendwie heute noch fertig machen. Deswegen male ich jetzt noch ein bisschen in die Nacht rein. Und morgen werde ich euch dann zeigen, wie das Endergebnis aussieht. Und dann werden wir es auch in meinem Zimmer aufhängen. Und ich freue mich schon. Dann bis morgen. Nach einem langen Abend mitmalen ist mein Kunstwerk endlich fertig für mein Zimmer. Also mein griechisches Kunstwerk. Und ich bin echt gespannt, was ihr davon hält und was ihr dazu sagt. Seid ihr bereit? Ich werde es euch jetzt zeigen. Ich stehe auf. Weil es ist schon groß. Okay, bereit? 3, 2, 1. Also ich finde das fast perfekt in mein Zimmer, weil es ist einfach genau dieselbe Farbe vom Himmel zu meiner Betttagesüberdecke. Und ich finde das einfach so süß, das Bild. Es ist mir auch echt gut gelungen, finde ich. Also man glaubt wirklich, dass die Sonne da drauf scheint. Und wir werden es jetzt noch aufhängen, damit es auch wirklich einen guten, wo man wirklich, wenn man in mein Zimmer kommt, gleich hinschaut und sagt, wow, also das ist wirklich schön, das Bild. Mein Dad hat mir zum Glück auch schon einen Nagel vorbereitet, wo ich das Bild jetzt aufhängen werde. Also ich weiß nicht, was ihr meint dazu, aber ich finde einfach, es passt perfekt in mein Zimmer und ich bin auch sehr stolz drauf. Es ist mir wirklich gut gelungen und es passt einfach so gut zum griechischen Style. Und wenn man jetzt so denkt, wenn man das so anschaut, dass es eigentlich so einfach ist und das sind nur drei Farben. Ich habe wirklich, wenn man meine Palette anschaut, was ich da alles gemischt habe, das sind glaube ich über 10 Farben, die da verschieden waren. Aber es war lustig zu malen, weil man hat... Immer, es war eben, wie gesagt, es war so ein Regen draußen, aber man hat sich immer wieder an den Sommer erinnert, wenn man das Bild gesehen hat. So Leute, aber das war's jetzt mit meinem griechischen Zimmer. Schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr es findet, weil ich finde es einfach so schön und einfach Sommer. Es gibt mir einfach die Sommer-Vibes. Wie findet ihr es? Bussi, bis nächstes Mal.